Daniel Okoji und Kay und Sato und Horikita sitzen auf dem Baum. Sie machen. Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von Yokuso Chitoryoku Shicho Shugino Kyushitsue, Episode 19 oder auch Staffel 2, Episode 7. Subuteo Utagau, Kotomo Subuteo Shinjiru, Kotomo Tomoni Anide, Shikuo Hokisuru Hitoshi. Bevor es losgeht, mache ich auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Arigato für jede Unterstützung. Und wirklich, dieser SV-Rücktritt hat mich überrascht. Vor allem, warum? Hatte das einen besonderen Grund oder einfach nur, weil er von der Schule abgeht? Weil sie jetzt in einem weiteren Semester sind. Das wurde absolut nicht erklärt, warum. Und der Neue kommt auch gar nicht, was ich so sehen konnte, im Opening vor, als irgendein Final-End-Boss für die Staffel oder so. Somit glaube ich fast, dass das Ganze ein Plot werden könnte, so wie der Typ drauf ist, der erreicht mir schon die Art und Weise, für eine nächste Staffel. Genauso wie, was da angespoilert wurde mit Katsuragi, dass man sich da verbünden möchte gegen Ryuan, wobei ich da schon mal Bedenken habe, was das angeht, wie ehrlich das wirklich gemeint ist. Unter welchen Eiern und Kojis wirklich, wirklich sehr vorsichtig, wem ich der vertraue und wem nicht. Aber das muss man ihm, glaube ich, eher weniger sagen. Aber an seiner Stelle würde ich mich auch freuen, machen heute diese Überleitung. Denn unser Boy, Ayano Koji, klärt die Mädels. Der schiebt eine nach der anderen. Schieb den Ball, schieb den Ball, schieb den Ball zurück ins Meer. Jedes Mal, wenn der von irgendwen angesprochen wird, musst du dich so fühlen, als würde er zum nächsten Baumarkt reingehen. Aber wirklich, sowas von. Und Sato, wahrscheinlich, man kann es nicht anders sagen, sie mag schnelle Typen. Just f*** already. Gut, ich höre schon auf mit den vielen Memes auf einmal. Versprechen kann ich es aber nicht. Aber wirklich, jetzt ernsthaft. Wie kann sie auf Ayano Koji stehen? War es der tote Blick, den er 24 Stunden 7 hat? Oder seinen absoluten Hass und Empathielosigkeit gegenüber der menschlichen Rasse? Was lässt da das Herz höher schlagen? Das würde mich wirklich wundern. Außer vielleicht, dass Sato einfach komplett oberflächlich hoch eine Million ist. Das war und wäre so mein erster Gedankengang, was sie angeht. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie bekomme ich das so die Vibe von ihr. Dass da irgendwas nicht ganz stimmen könnte, da wäre ich wirklich auch bei dem, was das angeht, wenn ich eine Coach wäre, auch da mehr als vorsichtig. Dass das irgendeine Art von Hinterhalt sein könnte. Und wenn wir schon bei Hinterhältern sind, das Verhör von Ryuan war schon ein bisschen hinterhältig. Ich meine, es war klar, dass er seine Klasse verhören wird. Somit hätte das den Verrätern, der Verräterin auch klar sein müssen. Aber hier wirkt er schon sehr impulsiv und gewalttätig. Was nicht unbedingt notwendig sein muss, weil wenn man sich so die Aktion von der letzten Folge anschaut, am Ende, mit Horikita und Kikyo, da hat er sehr nach Genie und raffiniert gewirkt. Und angeblich wird auch das in der Light Novel sehr anders abgehandelt, mit viel weniger Gewalt. Aber nichtsdestotrotz kommt der Ayano Koji mehr und mehr auf die Schliche. Es macht für ihn sogar mehr Sinn, dass Ayano Koji der Drahtzieher ist und nicht Yukimura, der ebenfalls als potenzieller Täter aufgekommen ist, als man erfahren hat, dass Manabe die Verräterin ist. Was mich überrascht hat. Ich hätte da wirklich auf Ibuki getippt, aber nein. Es war doch Manabe, die, soweit ich mich erinnern kann, ja in dieser ganzen Mobbing-Geschichte mit Kay verheddert war. Was Sinn macht, weil wahrscheinlich hat Ayano Koji dann einfach beide geblackmailt. Kay auf eine gute Art und Weise und die anderen aus Klasse C auf eine schlechte Art und Weise. Wenn ich mal drauf tippen müsste. Aber auch da will jetzt Ryuan seine Connections mit Kushida spielen lassen und um der Ayano Koji ein Bein zu stellen oder ihn sonst irgendwie zu vernichten. Und apropos Kikyo, als die da zusammen bei dem Meeting waren und sich verabredet haben und sie dazwischen kam wegen dem Paper Shuffle und mitreden wollte, dachte ich mir einfach so, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. No, no, no. Nein, 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 nein. Computer sagt nein. Warum macht man sowas? Nein. Das war wirklich so mein einziger Gedanke. Unter Umständen hat sich Horikita da schon was gedacht und wie sie auch selber gesagt hat, es käme etwas blöd, sie da einfach auszuschließen, was für mich die Frage aufwirft, wie wollen sie das in der Zukunft machen, dass sie Pläne schmieden können, ohne dass sie direkt einfach
selbst einfach rühren alles sagen könnten. Wie will man das umgehen? Das wird ein bisschen schwierig werden. Aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, weil man merkt schon am Ende mit Horikita, dass es da eine Charakterentwicklung gab, dass die gefestigt war, dass die gesessen hat mit dem, was in den letzten Folgen passiert ist. Dass auch der Klassenzusammenhalt ein viel besserer ist. Weil Horikita kann alleine, ohne dass irgendwelche Zwischenrufe aufkamen, die man erwähnen hätte müssen, ihre Ideen bezüglich des Zwischentests einfach erklären können. Und alle, oder zumindest der größte Teil davon, scheint sich daran gehalten zu haben. Es war schon relativ lustig bei dem Meeting, wo man das im kleinen Kreise besprochen hat, wo Ayano Koji Sudo fragt, und hast du den ganzen folgen können? Und er selbst einfach nur zugegeben hat, nein, ich habe keinen blassen Schimmer, was da abgeht. Das hat mich schon ziemlich zum Schmunzeln gebracht. Das war schon mehr als genial. Gerne mehr davon. Vor allem, wenn wirklich Horikita und Sudo zusammenkommen, nicht nur im Paper Shuffle, sondern auch in echt, geben die beiden einfach so einen perfekten Kontrast ab. So wie dick und doof oder ja, intelligent und nicht intelligent. Genauso wie eigentlich Kay und Ayano Koji, zu dem ich gleich zum Sprechen komme, auch ein gutes Paar abgeben würde. So Sub und Dom, Shades of Grey Style. Was ist denn das hier? Ich bin perverse. Das hat schon was. Aber kommen wir wieder zur Folge selber zurück, was auch mehr Simpen war. Also die Frauen Simpen für Ayano Koji als alles andere. Aber trotzdem, was auch Horikita angeht, wollte ich halt noch erwähnen, dass ich es interessant fand, dass sie das mit dem Sportfest komplett durchschaut hat. Dass er, also Ayano Koji, tatsächlich derjenige war, der alles inszeniert hat. Und er hat sich sogar dafür auf ihre Art und Weise mal wieder bei ihm bedankt. Und was die ganze Vergangenheit mit Kikyo angeht, muss ich sagen, das war so ein bisschen mein persönlicher Downfall, mein persönlicher Beef mit der Folge, weil ich hätte mir da wirklich, wirklich mehr erwartet. Mehr Details, was da abging. Ist nicht unbedingt etwas, was Horikita selber wissen muss, sondern einfach so für den Zuschauer hätte erklärt werden können. Weil so spektakulär war die Beschreibung von ihr jetzt nicht. Der Gedankengang von Ayano God über Gewalt als die stärkste Waffe war schon gut und interessant, wobei ich sagen muss, meine persönliche erste Einschätzung wäre das menschliche Gehirn, der menschliche Geist gewesen, weil der zu Gewalt und viel, viel mehr Dingen führen kann. Aber nichtsdestotrotz hat das sowohl einen guten Übergang zu dem bereits erwähnten Verhör von Ryuan und der Klasse C geführt. Das war gut. Aber davon abgesehen, fand ich es halt ein bisschen schwach. Die Bilder waren ehrlich gesagt das Einzige, was ich schräg und what the fuck gefunden habe und WTF gefunden habe. Das sah mehr nach Massenmord und Higurashi aus, mit so einer kleinen Kushida als alles andere. Da hat mir einfach mehr Substanz gefehlt. Und ich hoffe, dass das noch viel näher beleuchtet wird in den nächsten Folgen. Aber auf der anderen Seite muss ich einfach dazu sagen, bin ich überhaupt happy, dass wir irgendwas bekommen haben, weil ich mir schon dachte, dass das auch ewig dauern wird und vielleicht sogar auf die nächste Staffel verschoben hätte werden können. Vielleicht wird es das auch. Aber wie findest du die Sache mit Kikyo, mit Kushida, die Vergangenheit, die da beleuchtet wurde? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Und wie immer, falls du es noch nicht getan hast, kannst du wie immer gerne eine Bewertung da lassen. Aber kommen wir nun zu etwas mehr Positiveren. Zu etwas Nettem, nämlich dem Shipping von Ayano Koji und Kay. Oder in meinem Fall sollte ich sagen, dem Mehr-Shipping der beiden. Zum einen gibt es die SMS-Eifersuchtsszene, die ich extrem lustig fand, mit den ganzen Anmerkungen, wo er sie entlarvt und andeutet, dass er sie gesehen hat oder zumindest es bemerkt hat, als er alleine mit Sato geredet hat. Also wie ihr Gedankengang, dass er keine Ahnung hat von der Mädchenwelt. Und das war schon ganz cute, wie sie da anfängt zu simpen für ihn, wie sie da anfängt, mehr Gefühle für ihn zu entwickeln, ihn mehr zu mögen. Und ich raten müsste wahrscheinlich wegen der ganzen Beschützerinstinkt-Sache. Und dann gab es halt auch die Telefongeschichte, die nochmal das Shipping und Cuteness-Level zum Platzen gebracht hat. Mit einigen interessanten Bildern obendrauf. Was da wohl Kaisen dazu sagen würde? Weil Kay denkt an Bettgeschichten, dass er mit einer, also mit Sato, ins Bett steigen möchte. I have the weirdest boner right now. Und referenziert sich selber und dass er eigentlich mehr machen wollte, als er sie da alleine manipuliert hat. Aber sie vergisst halt dabei seine wahren Gedanken. Gut, kann sie auch gar nicht wissen, aber sie könnte sowohl hellhöriger werden, bzw. sein, aber es macht auf jeden Fall klar, dass sie ihn doch nicht so ganz durchschaut, wie sie denkt. Und auf der anderen Seite scheint aber auch Ayano Koji selbst nicht wirklich so viel Clue zu haben und relativ clueless zu sein, was einige Dinge angeht. Und auf der anderen Seite wieder perfekt begabt zu sein. Was mir ehrlicherweise immer mehr und mehr Yagami Light Vibes gibt. Punkt.
Aber was halt wirklich das Cuteness-Level angehoben hat, war das Interessante, dass er sie als KK, also wegen Kei Kurosawa, eingespeichert hat und sie ihn einfach nur als A. Ich finde es ein bisschen komisch und cute zur selben Zeit. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das wahrscheinlich von ihm so verlangt war, dass man weniger zurückverfolgen kann, wenn jemand einfach nur das Handy in die Hand bekommt. Vor allem, weil er auch immer wieder darauf besteht, dass sie jede Nachricht und jeden Verlauf immer wieder löscht. Was sie interessanterweise bei den SMS getan hat, aber jetzt gegen Ende hat man das beim Verlauf für den Anruf nicht gesehen. Davon abgesehen wirkt halt auch Kei viel zurückhaltender, was ihre Beziehung mit Hirata angeht, vor allem wenn Ayano Koji in der Nähe ist, sowohl in der Klasse wegen dem Pairing, als auch dann, als sie sich wegen dem Meeting treffen, was mich ein wenig stutzig macht und umso mehr in die Richtung pusht, dass sie tatsächlich wirkliche Gefühle für Ayano Koji entwickelt. Weil wie wir ja schon wissen aus der ersten oder zweiten Folge, ich glaube es war die zweite, ist ja die Beziehung mit Hirata komplett nicht existent. Einfach nur als Schutzschild da für sie selber. Da läuft nichts. Da entwickelt sich nichts wie in Pokémon. Und wer es interessiert, wegen den Pairings, Horikita ist mit Sudo zusammen, was ich sehr interessant finde, und Ayano Koji ist mit Sato zusammen, also die, die ihm ein halberes Geständnis gemacht hat in der Folge. Und Kei hat man meines Wissens nach leider nicht gesehen. Vielleicht ist sie mit Hirata zusammen? Ich weiß gar nicht, weil ich habe gar nicht jetzt geschaut, ob der da mit wem er da auf der Liste ist. Und ich glaube, dass Kikyo, also Koji da, mit Ikea in einem Team ist. Was ich auch interessant finde. Fast so interessant wie Ayano Koji die Tatsache, und das ist mein Schlusssatz, wie Horikita es so genau geschafft hat, herauszufinden, was die Bedingungen für das Pairing im Paper Shuffle sind. Mann, unter welchen Ayano, ich meine, es war klar, dass er... Da wirkt er, wenn ich mal drauf tippen würde. Vor allem hat man dann auch, und weil die, dass wir überhaupt irgendwas bekommen haben, weil zum einen gibt es, und dann gab es halt eben noch die Telefongeschicht, wo es aber, und cute auf dieselbe Art, was ich ein bisschen, Okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Abo da, Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account, Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.